Wir kommen von Ostern her. Mitte vom christlichen Glauben. Ostern in der Corona-Zeit, leere Kirche, leeres Grab. Wir sehen es hier. Die Geschichte der beiden Emmaus-Jünger fasziniert mich immer wieder. Ich möchte einladen, dazu mitzugehen. Jetzt nach Lukas, Evangelium, Kapitel 24, Vers 13. Am Schluss von diesen Ostergedanken hören wir dann noch Geschichte nach den Neukirchner. Die Bibel illustriert mit dem Ostergarten, den man selber auch herstellen kann. Mich fasziniert die Geschichte von diesen zwei Freunden von Jesus, die darüber reden, was da in den letzten Tagen alles passiert ist. Sie versuchen, sie einzuordnen, auszutauschen, Gedanken zu klären. Sie sind unterwegs nach Emmaus. Jesus kommt dazu, aber sie erkennen ihn nicht. Es fällt auf, manchmal kann Jesus näher sein und wir merken nicht, dass er bei uns ist. Er kann uns begleiten auf dem Weg und manchmal merken wir es nicht einmal. Jesus hat den beiden vieles erklärt, warum dass er zum Beispiel leiden musste. Ich würde auch sagen, wir sollen die Bibel lesen, die Geschichten auch immer wieder hören, hören, erzählen. Dann verstehen wir mehr und mehr auch von Gott und Jesus. Interessant finde ich auch, dass sich Jesus dann nicht direkt zu erkennen gibt. Ich hätte können sagen, hallo Leute, ich bin's, Jesus, da, auferstanden. Hat er nicht gemacht. Er hat sogar weitergehen, wo es Abend geworden ist. Das zeigt für mich, Jesus hat sehr viel Geduld. Geduld mit seinen Leuten. Er zwingt sich nicht auf. Zuerst muss die Zeit reif sein, bevor man kann erkennen und glauben kann. Er begegnet uns nicht nach Rezept. Interessant auch, die beiden sogenannten Emmaus-Jünger haben den fremden Jesus eingeladen. Aber dann übernimmt Jesus plötzlich die Rolle des Gastgebers. Wenn wir auch hier auf dem Osterbild sehen, hier mit dem Fisch, symbolisch, mit seinen 12 Jüngern, spricht das Dankgebet, dankt Gott für das Brot. Und dann passiert das Wunder, die Jünger erkennen ihn. Sie erkennen den Auferstandenen. Und es erinnert sie vermutlich an das Abendmahl vor 3 Tagen am grünen Donnerstag, wie Jesus auch das Brot gebrochen hat. Aber dann ist Jesus auch gerade schon wieder verschwunden. Er isst nicht einmal mit ihnen. Was könnte das heißen? Es liegt in der Hand von Gott, von Jesus, wenn und wo er sich deutlich zeigen möchte. Wo er unsere Bedürfnisse erfüllen will, so wie wir es gerne hätten. Das Normalste da wäre doch gewesen, wenn Jesus jetzt mit seinen Jüngern quasi Gemeinschaft gehabt hätte. Stattdessen verschwindet er und die Jünger sind wieder allein. Allein, aber doch erfüllt von einer unbeschreiblichen Osterfreude. Und es ist doch so, wem Jesus begegnet ist, wem Jesus im Herzen begegnet ist, der will das weitersagen, der muss das weitersagen. Sie erzählen es den anderen Jüngern, auch die anderen erzählen es weiter. Erzählen von ihren Erfahrungen, der Simon Petrus, der es gleich erlebt hat, gesehen hat. Ja, Glauben hat mit Erfahrungen zu tun und Teilen von den Erfahrungen. Auch Austausch von Schwierigen, aber auch Freude natürlich wieder. Und was so austauscht, ist Jesus schon wieder mitten unter ihnen. Mit dem Friedensgruß, Friede sei mit euch. Wo man von Jesus redet, da ist er näher. Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, hat er mal gesagt. Sie wollen es nicht recht glauben, meinen, es sei nur ein Geist. Die ganze Geschichte zeigt uns, Jesus ist ein geduldiger Lehrmeister. Auch mit uns, wenn wir oft schwer vom Begriff sind, Mühe haben, Ostern zu glauben,
er legt Wert darauf, dass wir das selber erkennen nach unserem Fahrplan. Und wichtig zu wissen, die ersten Zeugen von der Auferstehung waren nicht leichtgläubig. Nein, darum ist die Botschaft so gut und vertrauenswürdig bezeugt. Zum Schluss noch ein paar Fragen, vielleicht an mich persönlich. Wo habe ich Ähnliches erlebt wie die beiden Jünger, die nach Emmaus unterwegs waren, im Weg vom Glauben, aus der Enttäuschung heraus? Die Erfahrung, dass meine Welt zusammengebrochen ist, alle Hoffnungen zerstört. Die Erfahrung, es ist nichts mehr wie vorher. Hoffentlich hast du dann jemanden, der darüber reden kann. Wenn nicht, dann such dir jemanden. Seelsorge. Jesus im Gebet. Manchmal schickt Gott einen Engel. Manchmal begegnet uns die anderen Menschen Jesus, jemand, der den Himmel geschickt hat und dir immer wieder ein Stück weiterhilft auf dem Weg. Gib nicht auf, rett den Kummer von der Seele, dann siehst du plötzlich wieder weiter und die Augen während der geöffneten Falter wie Schuppen von den Augen im Rückblick. In dem Sinn wünsche ich uns allen Begegnungen mit dem auferstandenen, unverhofften, gesuchten, tröstende, freudige Begegnungen, die uns immer wieder neu Hoffnung schenkt, Zuversicht, Mut zum Weitergehen, wie die Emmaus-Jünger dazu machen. In dem Sinn, frohe und gesegnete Nach-Ostertage. Übrigens, mein Kreuz hier stammt aus Äthiopien, verbindet mich mit Geschwistern aus Ländern, die es nicht so gut haben. Und jetzt noch die Geschichte aus der Bibel mit dem Ostergarten. Es ist Abend geworden. Zwei Männer wandern von Jerusalem zum kleinen Dorf Emmaus. Sie waren Freunde von Jesus. Sie gehen traurig nebeneinander her und reden fast nicht miteinander. Der eine sagt, jetzt ist alles vorbei. Jesus ist tot. Aber wir haben gehofft, dass er unser König wird. Ja, sagt der andere, warum hätte Jesus nur müssen sterben? Wir werden das nie begreifen. Wo sie so miteinander reden, läuft auf einmal ein Fremder mit ihnen. Zuerst haben sie ihn gar nicht bemerkt. Doch der Fremde spricht sie an und sagt, von wem redet ihr da? Warum sind ihr so traurig? Die beiden bleiben stehen und schauen den Fremden ganz erstaunt an. Wie? Du weisst nicht, was in Jerusalem geschehen ist? «Was denn?», fragt der Fremde. Da fangen die beiden an zu erzählen. «Kennst du Jesus von Nazareth? Er ist getötet worden und ans Kreuz gehängt, wie ein Verbrecher. Aber er war kein Verbrecher. Er hat nur Gutes getan. Und wir haben da gehofft, er sei der Retter und werde unserem Volk helfen. Und jetzt ist er tot, schon 3 Tage. Aber stell dir vor, heute Morgen sind die Frauen gekommen und haben gesagt, Jesus lebt. Das Grab sei leer. Doch wir wissen nicht, was wir von dem allem halten sollen. Ach ihr, ruft der Fremde, warum wollt ihr nicht glauben, was doch schon die Propheten vorausgesagt haben? Muss es nicht gerade so geschehen? Wenn Jesus der Retter ist, dann muss er leiden und sterben und auferstehen. Und er erklärt ihnen alles, was in den Heiligen Schriften über den Retter steht. Die beiden hören aufmerksam zu. Es ist schon spät, wo sie endlich in Emmaus ankommen. Die Sonne geht gerade unter. Da will der Fremde Abschied nehmen und weitergehen. Aber die beiden drängen ihn und laden ihn ein und sagen, zieh bitte nicht weiter, bleib doch bei uns, denn bald wird's Nacht. Da geht der Fremde mit ihnen in ihr Haus und sie sitzen miteinander am Tisch. Der Fremde nimmt das Brot, dankt Gott, bricht es abeinander und gibt es den beiden. Die aber starren ihn an mit weit aufgerissenen Augen.
mit einmal begreifen sie, wer da bei ihnen sitzt. Es ist Jesus, ihren Retter und Herr. Er ist es wirklich. Er lebt.